So, da sind wir wieder zur Zockerzone-Spiel Dead Space 2. Hoffi am Controller und halt sind Folge zu Folge immer weniger Bock. Wir haben richtig die Hosen voll vor dem Spiel. Und nicht, weil wir Angst haben hier, sondern weil es einfach so heftig schwer ist. Ja. Mach mich platt, Hoffi! Mach sie platt! Extreme Gefahr! Da oben ist es extrem Gefahr. Das ist Hochdruckmodulationsbereich. Ja, den kennen wir. So, rein, dann nicht jeder rumgucken. Geht wieder nicht, nimm mal mit. Aber du kannst wieder den Plasma-Kassel nicht machen. Willst du nicht? Doch. Oh, jetzt noch ein paar Schuss. Wir haben in der letzten Folge fleißig eingekauft. Mann, ich würde auch gerne was hören, das wäre so geil. Das wäre so geil. Paranoid-Trophy. Oh, da kommen welche. Oh nein, der Typ. Der Stab ist weg. Ja, mach mit Platz. Also mein ist Tipp? Das mit dem Faktor? Ja. Kann ich die Ramme nehmen? Nein. Nee, aber du kannst ihn, wenn er aufgeht, komplett, eise ihn dann nochmal ein. Wenn er dann mal aufgeht. Und dann kannst du mit der Waffe einfach reinfeuern, aber das ist alles gleich mehr gedacht als getan. Also dann machst du platt. Nein, was ist das hier für eine Bumse? Er geht doch auf. Was lebt denn hier noch, was nicht? Alles. Und nichts. Das ist die Spinne aus deinem Bad! Ja, das ist sie! Wer die letzte Folge gesehen hat, weiß Bescheid. Nein. Da ist sie noch. Oh! Da kommen wir natürlich zwei. Nein, ich sehe wieder nix. Oh, wie viel sind das denn noch? Da haben wir schon 1000 Schuss reingehauen. Ist der hin? Nee, der ist gelebt, ja. Also der andere. Ja. Ich hab mich gesprengt. Aber das ist vielleicht das Beste, was passieren kann. Ja, so. Nächstes Mal hole ich gleich einen Sprenger da rein. Wenn sie starf ich sie, wenn er zerfällt, und dann gibt's einen Sprenger. Richtig, also zuerst einmal stasilieren, dann bearbeiten, wenn er auseinanderbricht, dann nochmal die ganze Gruppe staseln und dann mit der Granate. Ja, Mann. Und dann ist die Geschichte vorbei. Das Ding verschwindet, ach doch. Ist auch gerade verschwindet. Einfach so mir nicht, dir nichts. Da ist es. Tatsächlich. Nimm ein Backflash, oder nimmst du eine Plasma-Karte, okay? Schuss auf den Namen oder was? Scheiße. Beweg dich nicht so. Genau. Redest du? Wollte er nicht, echt nicht. Ich hab vorhin gedrückt. Hatte ich auch schon mal das. Oh je, Mine. Jetzt wechsel ich wirklich die Waffe und hau rein in das Gedöns, in die Mitte. Das war nicht schlecht. Die Nachzügler. Genau. Schuss da hin. Und er ist auch hin. Ich glaube. Es ist ruhig geworden, ne? Das war's. Come on. Kannst du nochmal zurückgehen? War da eine Stasi-Station in dem Raum oder war da keine? Ich schau mal. Jede Ruhepause ist willkommen. Links am Bett überhaupt? Aber nein. Habe ich mich getäuscht. Getäuscht? Mit SCH. Getäuscht. Oh, Mann. Aber das ist doch einfach das Geräusch. Weil der macht ein neues Geräusch in Dead Space. Also mir, der hat nicht mehr dieses... Er hat dieses Elefantengeräusch gemacht. So ein gib mir Loot. Voll. Und da gibt auch ein bisschen was. Gold. Immerhin, okay. 3000. Gold für die Zockerzone. So, sonst ist hier friedlich, ne? Wir sind beide gelockt. Wir sind gelockt, da ist auch kein Knoten oder was. Okay. Dann gehen wir vorbei an der Dampfmaschine hier. Was ist das hier überhaupt? Was ist das? Irgendein Metzel. Was ist das? Das ist ein Locher. Wird ein Locher sein. Ist auf jeden Fall irrelevant. Nee, das ist, das Rätselslösung. Eine Lochzange. Das ist auch damit, geh da mal lang. Lass mich doch Zeit schinden. Lass das Ding jetzt fallen, okay. Und geh da geradeaus und dann rechts. So, die hier ist nachgeladen? Genau, nee. Nee. Hm, ja, ein bisschen vorbereitet will ich da schon reingehen in den Zirkel. Okay. Das ist gut. Dann nehmen sie auch gleich. Weil bei der anderen Waffe ist wieder ein bisschen weniger Munition. Das ist ein Fahrstuhl. Das ist ein Fahrstuhl. Crazy. Oh, ich dachte kurz, ein Knotenfahrstuhl etwa? Da so auch dieser, das Interface dort. Ja, die können hier mal durchbrechen, also so ist das nicht. Oh. Ist hier links ein Kaputtfenster? Ist ein Kaputtmachfenster, okay. Das hier? Ah ja. Mhm. Das? Nee, links. Das da. Mein Tipp? Ja? Nimm das Impulsgewehr, dass du keinen Schuss verschwendest. Geh hier rechts an. Ja. Dreh und geh dann zum Beispiel rückwärts an die Wand. Ja. Aber dann kommen sie auch schon. Und dann schießt du im letzten Moment, oder wo was? Wo ist denn das Nüchsel zum Zumachen? Taucht das erst das, auf? Das taucht erst auf, wenn du die Scheibe kaputt gemacht hast, richtig. Hier rechts kommt gleich ein Schwarzer raus. Ja, oh je. Schieße. Jawohl, gute Tank, aber ja. Oh, zu nah, zu nah. Aber sehen wir es mal. Cool. Okay, sprich, dann renne ich ein bisschen weiter hinter das Geländer. An dem Schwarzen schnell vorbei. Richtig, das ist auch mein Tipp. Das soll nicht, ja. Der fällt dann neben dir runter und dann schießt du drauf. Wie fair ist jetzt der Rücksetzpunkt? Ich glaube, du bist direkt dort. Oder muss ich jetzt noch Tentakelfred? Nee, ich hab, oder Tentakelfred? Nee, Tentakelfred ist nicht dabei.
Wir müssen aber auf die Fahrstuhl. Ach ja, ein Fahrstuhl, genau. Genau. So, diesmal brauche ich ja keine Parasan, dass sowas auftaucht. Oder du bringst ihn um. Ach, du kannst ihn auch klassisch killen. Muss nicht die Scheibe nehmen. Nee, ich nehme die Scheibe. Weil die Scheibe ist auch sparsamer. Ja, allerdings verliebt mir Luke natürlich. Da gibt es ja dabei, je nachdem. Aber ich mach's auch immer mit der Scheibe. So. So ist auch nicht schlecht. Da hinten, hinter die Ecke, genau. Da kriegst du noch nicht so auf den Dach. Hast du drauf was getroffen, ja? Ziel doch um, Alter! Ja. Oh, das ist aber geht schnell hier, ne? Volle Lotte, ja. Okay, aber okay. Okay, das wird. Komm, schnell, mach. Aber wie schnell der Necromorph dir schon wieder mitten im Gesicht saß. Ja, er kommt. Also das ist übel, sind die schnell. Und ich glaube, das ist aber auch der Schwierigkeitsgrad. Aber auf jeden Fall ist es Dead Space 2. Weil Impossible bei Dead Space 1, da hattest du nicht diesen Damm, den ich da hinten. Nee, die waren sowieso nie so schnell wie hier. Nee. Die sind alle auf Speed, ey, das gibt's gar nicht. Das ist viel zu schwer. Viel zu schwer, das Spiel. Als hätten wir den Spieltag selber ausgesucht, ne? Wir spielen und auf irgendwas easy. Reingeht, damit das früher schießen kannst. Jetzt. Oh, ja, geht nicht! Ich hab ja schon von Anfang an von dieser Sequenz. Geht nicht! Muss ich noch weiter hinten in die Ecke? Vielleicht, scheinbar. Genau, noch ein bisschen mehr Platz verschaffen. Aber ich hab komplett. Aber dafür ist die Kill-Szene ziemlich geil. Ja. Nein, das nervt. Ich weiß. Hoffentlich, du packst ihn. Ja, aber wirklich, ich hab seitdem. Ja, du hast das ganz demonstrativ gezeigt, dass du den Träger ganz nach hinten rechts. Ganz oben. Ach ja, du hast ja, die europäische Spielart. Ja, ja. Männer von Weltspiel invertiert. Das ist einfach gewusst. Nord. Unbedingt. Vielleicht ein bisschen. Du kannst auch? Nee. Ich hör mal mit den Konditionalen auf. Warte mal. Eis ihn ein, brennt vorbei, ganz gechillt. Hast ja, aber da kam ja auch noch ein Bubble-Fried, ne? Bubble-Fried braucht eine Weiche. Du musst ihn nicht einreißen. Eisen noch, ja, wie viel Eisen wir noch haben. Genau, das ist ein schönes Eckchen und dann hast du genug Zeit, das auszurüstieren. Oh, jetzt zieht er hoch. Ja, das ging doch. Da hilft das Ruckeln aber auch nicht. Nee. Es ist dann nur an einer Stelle ist das auch knifflig. Man nervt mich das. Das ist ja jetzt hier so eine kleine Beppo-Veranstaltung. Hier ist doch nichts los. Mann! Da immer auf meine Tür darfst du nicht aufschlagen. Alter, gleich bin ich mir auch so weit. Lass meine Tür in Ruhe. Und ich mach sie kaputt, Alter. Nein, mir auch schon. Brech sie bei mir auf dem Kopf kaputt! An meiner Bruce zerschellt sie in 1000 kleine Zahnstocher. Aber vielleicht hau ich auch Bruce eine rein. Bruce? Nee, du hast ihn vorhin so voll geküsst. Ich hab ihm einen Kuss gegeben. Das war das Geilste überhaupt. Weil ich so froh war, dass die Bayern das Tor geschossen haben in der 78. Minute. Ja, und ich bin kein Bayern-Fan, ich war nur gerade Zuschauer. Ich schäme mich ja auch. So, hoffentlich, mach dich bereit für den Schuss deines Lebens. Will er tell? Zieh hoch. Ja, come on! High five! Oh, Mann! Fall im Kasten! So, ein fucking Knoten. Den nehmen wir immer. Ja, wir haben ein paar Knoten angesammelt, also das heißt, wir können das auch bald mal wieder in Schaden ausbauen. So, da kann ich hier, gibt's hier noch was, dann ist eh alles weg, ne? Alles weg. Das wozu? So, ah, dahinter vielleicht? Ja, nee, aber sieht gut aus. Passt alles. Ah, okay. So. Oh Mann, lade ich doch direkt noch Stellen, Alter. Drängen die ja immer schon und dann fallen die mir wieder ein. Ich guck mal auf den Fenster. Ich will auch mal ein bisschen das Spiel erleben. Was ist das? Wo sind wir denn hier? Das ist der Nebula-Cluster da hinten. Da ist die Voyager. Und da liegt jetzt dieses rosa Ding da habe ich mein Auto geparkt. Ah, ich verstehe. Aber ganz ehrlich, ist das ein Planet? Nee, ist das Weltall? Ist das ein Planet? Ist das... Wo sind wir denn hier? Wir sind, glaube ich, mittlerweile an so einer Andockstation oben. Okay. Haben wir nicht irgendwie. Doch, wir haben doch den Space-Aufzug genommen. Oder war das Bulletstorm? Nee, das war hier. Oh Gott. Ah, hier rechts. Fallen? Da hat Wilm, damit er besucht hat, wir haben es ja auf der Playstation noch mal ein bisschen gespielt, hat Wilm einen Secret gefunden, was ich nicht gefunden habe. Hier rechts? Ja, genau. Oh Gott, ey! Das beide erwischt, beide fallen. Ich geh noch hier rechts da hoch. Hier, das ist ein Springding. Ja, lass den noch da am besten. Okay. Sicher, dass ich den nicht brauche? Ja. Ich lebe zwischen dich da, wenn du der dämliche Onkel. Ah, ja. Und dann, aber hast du auch nicht gesehen, das Secret, ne? Weil den Weg habe ich auch immer gemacht. Und dann habe ich gesagt, okay, geht's weiter. Aber die Dinge kann man manövrieren. Nice. Das habe ich ja zwar gefunden, aber Wilm hat mich dazu gebracht, hier nochmal in die Ecke zu gehen. Oh, der blinkelt. Der gute alte Wilm. Aber viel aus dem Audiolog findet man drin. Und ein Schema für Brennstoff-Flammenwerfer. Wow. Was ist das? Das ist einfach nur Szenerie. So. Ja, da hinten ist nämlich so ein Tentakelmonster gleich, ne? Also diese Guardians. Also schnapp dir das. Kann ich dir nicht von hier schon? Nee, nimm das rote Fass an. Ach ja.
Ja, aber ich will von hier snipern. nee, du musst erst Sniper warten. Sniper Hoffi! Nee, er muss ja erst die Tentakel rausholen, sonst hat er keinen Effekt. Stimmt. Nicht erstarken. Meine Fresse, darf ich mich noch bewegen? Oh je. Vielleicht machen wir mal einen Neustart. Vielleicht einen Neustart beim nächsten Save Point. Genau, wenn der Folge sauber endet. So, genau. Sobald er aufgeht. Und drinnen ins Glück, ja? Nein, hast du nicht getroffen. Ich höre es hier. Ein bisschen ballistische Probe im Schreibtisch. Jetzt stampiert aber den Plasma-Cut damit. Das nervt mich. Das nervt mich jetzt. Schade. So was Blödes. Oh nein, jetzt macht er ja die Kartoffel. Jetzt macht er die Kartoffel-Action. Ja, das ist doch schon blöd, echt. Wieso hatten wir eigentlich wieder Vorteile? Wurde so oft gestorben? Oder hatten wir auch geheilt? Hex-Editor? Wie weit will er mir denn noch von werfen? Da sind drei Arme noch. Beide brauchen wir was. Schön, auch nur einen Schuss. Eine Kartoffel noch. Komm schon. Kartoffel ist passé und anwinkeln. Nee, da geht so. Scheiße. Das war planen. Das ist alles. Ein Schuss. Oder schießt gleich nach oben. Meine! Jetzt kotze ich gleich. Jetzt. Jetzt hast du. Mann, scheiße! Man hätte alles mit dem Fass, hätte das geklärt sein können. Ein Schuss vorbei, genau. Mann, das nervt mich richtig. Mann, wir sind sowieso voll im Arsch und ich aase hier noch rum. Passiert, Mann. Nee. Und mein Rechner hilft nicht mit. Mann, hier links ist noch ein bisschen was. Gewaltfantasien, echt. Und das ist noch ein Fass. Nein. Aber das können wir mitnehmen. Für den nächsten Gegner. Gab's hier loot-technisch was? Ah, da ist ein Mund. Ja, cool. Nimm ich mit. Ach ja, nee, lass das Fass am besten liegen. Wieso? Also immer, wenn ich es mitgenommen habe, habe ich mich selbst in die Luft gejagt. Das will ich auch erleben. Ja, viel Spaß. Vielleicht werden wir ja vor dem Tentakel. Genau, weil es kann nicht viel schlechter werden. So, dann fahr mal schön hoch. Viel Spaß. Oh, achso. Oh nein, was kommt denn jetzt, Digga? Was kommt denn jetzt? Oh yeah. Belly of the Beast. In der Stimme des Müll. Was läuft da unten? Gabriel sprach. Achso. Bin ich denn? Hoch. Ja, genau, das ist das Problem. Ich weiß, was du meinst mit der Luft. Ich bin auf die Bubble. So weit? Ja, ich hab's hätte darauf geschworen, dass das noch passt. Da musst du auf den Arm schießen, damit die Bubble ab ist. Das hilft alles nichts. Oder eiseln. Wo fangen wir denn an? So, und das Ding mit den zu Füßen. Das bringt nichts, ne? Ich nehm's mit. Aber ich nehm's nicht direkt. Aber jetzt geht's wahrscheinlich hoch, jetzt springst du. Also, Stasis wäre schon mal eine sehr gute Idee. Ja. Und dann die Bubble, wenn sie weit genug weg ist, warum nicht? Das ist auch da siehst du ihn schon. Ja. Aber triffst du nicht. Da ist die Ecke im Weg. Hoffe, wir es ganz mutig machen. Weiß ich jetzt aber auch. Das ist der komische Arm, der zum Körper. Bahn! Oh, die geballten Faustlaufi. Rachst du dir gleich aus, ey. Also, der Arm, auf den du geschossen hast, das war Teil vom Körper. Ja, aber... Das war nicht der... Mann, wie viele Armtypen gibt das denn, ey? Hier gibt es mehr Armtypen als Gegner. So, hier... Das Spiel mit den meisten Armtypen TÜV geprüft. Da ist die Subway, da wollen wir ja hin. Da sind auch die Stoss und unsere Tante sind da oben. Wolltest du Subway? Leckeres. Jetzt fahr hoch, du gedönst! Vorher um den Typen kümmern vielleicht, ja? Steht das drauf? Ja. Also bist du gut umgefallen. Ja, sauber. Come on. So Billo denn nachher. Kommt doch was. Achtung, gleich und links in die Ecke. Links um die Ecke? Hier? Ja, relativ nah. Wenn du wegrennst, dann hast du gleich noch Platz. Oh je, nee, lass. Und jetzt geht er noch auf. Oh je. Maschinengewehr oder rein mit dem Glück? Dann wieder mit R1? Warum nicht? Schaden wir noch? Katastrophal viel, oder? Oh je. Okay. Oh yeah. Aber wenigstens haben wir die Loot nicht verloren. It's business time. It's business time. Oh, und der Timer macht auch mit. Ist hier gerade safe? Das ist immer so geil. Wie viel hältst du mir übrig, Herr Stoffel? Ja, Mann. Heute. Das ist immer ein Lifestyle. Darum spiele ich blind. Oh. Denk mal drauf, ihr Typ. Ich trau mich nicht, oder zu weit nach vorne zu gehen. Nicht, dass hier was getriggert wird. Ja gut, dann drückt auf Sternchen, weil da gibt's vielleicht noch mal Action vielleicht. Vielleicht.
Nein, ey. Vielleicht sollte ich es mir natürlich nochmal irgendwie übers Wochenende für die Xbox ausleihen und auch mal ein bisschen üben oder so. Nee, die Stelle ist einfach schwer. Ja, ist ja nicht nur die Stelle, Mann, alles, Alter. Ich hänge mich ja richtig durch, Alter. Also, ich finde das richtig super, dafür, dass du es zum ersten Mal spielst, alles. Also das Lob will angebracht sein. Okay. Na, ich weiß noch nicht. Oder was sagt ihr dazu? Bitte unterstützt den Hoffi doch mal bitte in, unten in den Kommentaren, wie immer. Lesen wir gerne, freuen wir uns. Ja, wie immer. Warme Worte, den Hoffi betreffend. Und mich natürlich auch. Natürlich. Leute, bis zum nächsten Mal. Tschüss.